Könnte mal jemand anders kurz nachsehen? Huch, was ist da jetzt passiert? Blood Magic Mod wo? Dauert noch kurz, warte. Achso, okay. Nee, das geht schon, war schon. Okay. Könnten wir den Smithery Controller vielleicht mit dem Tank tauschen? Weil dann könnten wir zumindest an den Controller einen Trichter dran bauen. Ja klar, muss halt leer sein und so weiter. Ja klar, nee, das, ich frag mal da. Naja. Ja, die sind frei austauschbar. Kannst du auch ganz oben hinsetzen, wenn es unbedingt sein muss. Ja, ich glaube, das muss auf der gleichen Höhe sein. Controller und Tank. Ja, ja. Okay, Inmar kann raus, ne? Ah, ich noch mehr. Ja, da. Rune of Augmented Capacity. Ich mach doch ihn auch nochmal. Oh. Ach, da hinten ist auch noch eine Base. Okay. Jo, genau. Das ist cool. Mit zwei ist mir mal lieber. Zwei von eben, mindestens. Slowness, Mining Fatigue, was ist denn da los? Hast du Hunger? Wenn du kurz vorm Sterben bist. Hm, friss was. Ich bin kurz vorm Sterben, weil ich hier mein Blut doniere. Nö. Blut spenden, okay. Vor allem, weil das egal ist, weil ich habe da gerade so viel Blut reingepackt und das ist, der Stein geht immer wieder zurück, ne? Ja. Ja, also, muss das in einem Run gehen, oder? Nein, aber das geht langsam rückgängig. Achso, das wusste ich nicht. War mir neu. Oh, ja. Den einen schaffst du, glaube ich, mit deinem Blut noch. Ich bin so gut wie kaputt momentan, also. Gib das Minimum her, ich kann noch 3 spenden. Okay. Alter. Okay, der ist wieder auf Original, das ist egal jetzt. Hast du die Sacrificial Orb? Nein. Wir brauchen unbedingt mehr Wände. Das ist schon das zweite Mal, dass mir da der Werkmacher mal was geklaut hat. Hab sie. Okay. So, man braucht. Ja, okay, ich glaube 6 Blut wird reichen für den Altar. Slowness, Weakness, Mining Fatigue. Mhm. Okay, wie viel hast du jetzt von? 5 Stück sind das jetzt mittlerweile. Okay, ich glaube 6 müssten reichen. So. Jetzt haben wir bestimmt zu wenig Lava. 3 Magmatic Engines. Oh. Du kannst dir vielleicht selber noch ein bisschen nachfüllen hier. Naja. Die produzieren genug Energie, glaube ich. Ja. Jetzt können wir echt den Energiespeicher mal bauen. Dieser Zoom. So, passt. Wunderbar. Will ich die anderen beiden auch noch machen, oder? Erstmal nicht. Komm hier. So. Okay. So. Wir könnten ja mal die Lava schneller produzieren mit dem Netherrack. Und die Batterie lege ich hier wieder rein, ne? Oder? Ja, ja. Ich schätze mal, Redstone Energy Cell ist dann auch wieder das Beste, oder? Nee, Resin Energy Cell, aber da kommen wir noch lange nicht dran. Okay, ja, dann baue ich die Redstone. Ah, oh, da braucht man die dafür. Jo. Ja, haben wir ja. Okay. Ne, haben sogar 3 von. Oho. Ach, ja, außer so schwer, aber ich baue jetzt noch eine Tür. Auch wenn die ganze Zeit offen ist, es stört mich, dass da keine Tür ist. So. Glaubst du, wir kriegen das ganze Ore-Processing irgendwann automatisch? Ja. Ja, ja. Flux Electrum Ingot. Oh, nee. Was? Nee, ich guck mir grad die ganzen Runen an. Oh, Sacrifice ist wieder so ein fieser Kram. Ich will, dass wir eine Kuh endlich haben. Dann beschwör eine. Mach ich ja nicht. Die magische Kuh. Ach, wobei, ich brauche die Batterie doch. Aha.
gucken, kann ich, schaffe ich es vielleicht eine Deep Storage Unit zu bauen? Ne, die braucht einiges. Die braucht so einiges. Mhm. Wir könnten ja die Monsterfalle so umbauen, dass dann das Enderman drin spawnen. Ja, aber dann... Nee, geht nicht wegen am Wasser. Eben. Ja, dann gehen die halt überall auf der Karte hin und dann können wir sie ja töten. Ja klar, das dauert viel zu lange und macht das Mobcap kaputt. Eben. Davon abgesehen werden die ganz viele Blöcke klauen, ne? Ja. Ja, das kann man ja abstellen. Eben, aber ich überlege gerade, Fluid Management. Fluid Export und Fluid Import Bus. Ja, wir müssen... Ach, das ist dieses ganze ME-Cabling herstellen, ich hasse das so. Ja, ich fokussiere mich jetzt erstmal darauf, Lagerhaus aufzubauen. Bisschen Automatisierung und dann ganz Quests. Ich weiß aber, ein paar Quests will ich auch machen. Das stört mich, wenn wir keine Quests machen in einem Spiel, wo es ums Quests geht. Also ich überlege gerade, ich meine, wir müssten mit zwei verschiedenen Altaren arbeiten können. Es geht nämlich darum, dass ich später mal die Mobfarm so umbauen wollen würde, dass die Mobs mit ihrem Blut das betreiben und nicht ich mich ständig abstechen muss. Ja, das wäre nett. Wie geht denn das? Über Runen. Und die sind unglaublich teuer. Hm. Haben wir mittlerweile eigentlich genug Seed Oil? Nee. Okay. Du kannst dir eins herstellen. Ich meine, wir hatten doch mal angefangen, irgendwie für ein Imperial Casing zu arbeiten, um die erste Apiary zu bauen. Ne, das war ein Scented Apiary Ding. Scented Hive. Wie Scented Hive? Ja, Scented Hive braucht mal. Squeezer habe ich noch da. Den kann man auch da dran klatschen. Scented Hive brauchst du nicht für, das erste. Das erste brauchst du nur Apiary. Doch, man braucht ein Scented Hive für eine Quest. Ja, später. Ja, die haben wir ja schon. Ah ja, okay. Aber eine Apiary will ich jetzt bauen. Ja klar. Da hast du einen Squeezer. Oder auch nicht. Da habe ich einen Squeezer, ist okay. Ja, Vacuum Hub halt. Die Dinge sind nervig irgendwie, wenn man nicht genau einstellen kann, wo sie sind und wo sie nicht sind. Ja, da sollten wir hier vielleicht mal eine Wand hinbauen. Aus unglaublich schönem Stein. Mhm. Und dann wird hier so ein Weg draus und so ein Eingang nach hinten. So. Kommen wir nur noch von hier hinten rein, weil das so unglaublich praktisch ist. Ja, man kann sie ja eins hochlassen. Für sehr. Das bringt auch so viel. Ja, natürlich. Dann ist gut. Hatten wir also gar kein Seed Oil gehabt bis jetzt? Nur das, was wir gebraucht haben. Okay, dann wo ist unsere Power-Generation? Wo ist der Strom? Hinten kannst du alles dran setzen. Ach hier. Einfach hier an die Circuit? Derzeit noch, ja. Ich baue es gerade um. Einfach mal hier dran packen, das muss passen. Ne, toll. Ja, egal. Was? Ich baue es doch eh wieder ab. Achso, okay. Ich bin nur provisorisch. Ich hab sogar Seeds dabei, die tue ich mal rein. Ja. So, mal schauen, wo baue ich einen neuen Altar hin. Der braucht halt jetzt demnächst recht viel Platz. Das ist fast eine neue Plattform bauen, ne? Seed Oil wird in Dosen abgefiltert, ne? Also in Cans. Mhm. Wollt ihr das wirklich selber nachsehen oder wären wir so nett, sich da im Forum umzusehen? Was? Eben was? Wie groß und so weit man den Altar bauen muss. Fragen wir mal Melanie. Stimmt, die ist auch noch da. Melanie! Los, tu deine Arbeit. Hört die halt gar nicht zu. Nee, die schläft schon. Ja, oder nee. Sie ist gerade. Ich bin da, aber mein Scheißknopf funktioniert mal wieder nicht. Achso, okay. Dir wurde eine Aufgabe gestellt. Okay, was soll ich machen? Sekunde. Wo habe ich Hamachi? Ich verrate voll viel von den Programmen, die ich verwende. Unwichtig. Guck mal, da steht irgendwas von wegen Altaren. Wie groß die sein müssen. Und wo was gehört. Haben wir schon einen Carpenter? Nee. Braucht man den eigentlich für die... War das Teil, was man gebraucht hat für die... Casings?
Ich meine schon. Der braucht nur ein bisschen viel Bronze, ja, das geht ja noch. Jo. Okay, irgendwann Vorschlag, wo ich den ganzen Blutkram hinbastle. Extra Plattform machen, irgendwo da hinten Thorncraft-Zeug. Weil das ist ja auch irgendwie so magisch. Okay. Wir haben ja unser Viertelsystem. Ja. Das ich mir aus den Fingern gezogen habe. Haben wir rein zufällig Bronze da? Ich bezweifle es, ja. Ja, Kupfer und Zinn. Ist er einfach. Gut, das schon. Kupfer, Tin. Tin ist hier braun, das ist voll dämlich. Ja, packen anders Tin zuerst rein, damit das da umgewandelt. Klar. Ich habe aber gar kein anderes Tin. Kann man es so zusammenpacken oder muss man doch hier wieder schmelzen? Das weiß ich nicht, muss ausprobieren. Was war das? Zwei Kupfer, ein Tin oder so, ne? Drei Kupfer, ein Tin. Es geht auch so mit Bronze, yay. Deckel voll aus dem Rezept noch. Yay. Ich brauche einmal 8 und dann nochmal 6, also okay. Melanie, schon was gefunden? Nee. Genau, ein bisschen dauern, da mein Internet gerade irgendwie ziemlich warm ist. Warum ist es auf einmal so still? Keine Ahnung, es gibt gerade wenig zu sagen. Jo, ich arbeite gerade hier dran, mir selbst eine kleine Basis zu zimmern. Melanie sucht, was ihr macht, weiß ich nicht. Ja, wo genau soll das denn stehen? Bitte? Wo genau soll das denn da stehen? In irgendeinem Spoiler. Die wird sich wahrscheinlich alle nicht ausgeklappt hat. Weißt du noch genau, was du suchst? Ja. Nämlich? Wie viele Blöcke das? Was ist das? Blutalter. Boah. Ich baue mal kurz deinen Squeezer ganz kurz ab. Da, der ist schon fertig. Ja, ist okay. Könnt ihr nicht einfach ausprobieren, wie viele Blöcke es braucht? Könnte ich schon, aber genauso wollte ich ja vermeiden, weil es Ewigkeiten dauert. Zumal ich ja irgendwann mal ein Level 5 Ding haben wollen würde und das wird dann richtig aufwendig, da rumzuraten über Trial and Error. Mal ich dann zum Ausprobieren eben die entsprechende Menge an Runen bräuchte. Die haben wir so nicht. Oder normale Blutalter, oder? Ja, Blutalter Level 5 am besten. Und die anderen davor auch. Also von 2 bis 5. Bitte? Also alle von 2 bis 5. Ja. Ich brauche in erster Linie mal den von 5. Und dann eben die anderen, ja. Na, guck mal hier. Ja, steht doch alles schon hier. Du bist übrigens ein klammig leise bei mir wieder. Besser. Ja, ich glaube schon. Ja, das wird ein bisschen groß. Ja, dann lies mal vor. Das ist ein das Activator, wundervoll. Du willst, dass ich Englisch lese und du wieder verzweifelst. Es sind doch Zahlen, oder nicht? Zahlen kannst du auf Deutsch lesen. Nein, das geht nicht. Oder da musst du nicht Englisch. Oh Mann. Ansonsten sind doch gar nicht hier noch irgendwelche Bilder oder so. Da kannst du kannst auch auf Deutsch lesen. So, Wo ist das Ziel jetzt eigentlich hin? Vier Reihen? Ich überleg noch, wie mit 13 Runen. Das ist welches Level? 5. 4 Reihen mit 13 Runen, okay. Hi. Und da sind dann an den Ecken noch wie viel? So viel Samen hier. Nee, Samen. An den Ecken wie viel was? Ja, da sind noch an den Ecken noch weiter. Die sind noch nicht direkt miteinander verbunden, oder? Also, wo war das Seed-Eye jetzt hin?
Warte, ich kann's dir hinschmeißen. Oh ja, klar. Da hinten stehst du, okay, hi. Hier sieht er und hier. Ups. Okay, das hat er gegessen. Ist okay, da komm ich ran. Ja, ich kapsel das jetzt mal zu, dass es nicht mehr alles ist. Ja. So, automatische Erdeproduktion gestartet. Das Ding wird so unverdammt nochmal groß. Unverdammt was? Undankbar groß, wollte ich sagen. Unverdammt! Ja, wir kommen. Auf dem Bild sind doch an den Kanten noch so Eisenblöcke oder sowas, meine ich. Wie viele sind das? Eisenblöcke. Bitte. Eisen. Also, die Eisenblöcke. Das sind vier Ecken A, 9 Stück. Das heißt also 3x3. Jo. Das heißt, wir haben insgesamt eine Kantenlänge von 19. Super. Ich sag mal, ja, gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Fürs Erste, danke. Kantenlänge von 19, ist es das oder ist es das nicht? Das kann gut sein. Das wird dann eben Level 5 sein. Das heißt, ich muss gucken, wo ich dann so ein 19x19 Feld hinbekomme. Auf jeden Fall brauche ich da mehr als ein Stack Cobblestone für. Oh, mein Holz. Was ist so die kleinste Smeltery, die man bauen kann? Eben dieses 3x3 und das, ich glaube, ein hoch einfach nur. Ja, mehr geht nicht. Weniger geht nicht. Eben. Mehr weniger geht nicht. Oder, nee, warte mal, das Zeug kann man ja auch so verbrennen, oder? Was? Nee. Das Iron und so. Nicht mehr. Kannst du so schmelzen, klar. Das bringt dir aber weniger. Weil die Smeltery verdoppelt direkt. Ja, weil wir haben derzeit schon verdammt viel von allem. 1,5 Stacks Broken Iron Ore und eigentlich von allem über 2 Stacks. Warum willst du eine kleine Smelthöfe haben? Ja, Automatisierung halt. Ich würde da eher eine recht große eigentlich bauen. Mit Puffer und so weiter. Ach, mit Puff und so weiter? Puffer. Eine große. Ja, aber dann kann sich ja bestimmt ein bisschen was vermischen. Gut. Nicht, wenn du es so gescheit sortierst. Ja, aber das Kleinste ist eben die mit 9 Slots. Kleiner geht nicht. Wir können ja für jedes Metall eine Smeltery machen. Ja, dann. Ist halt ein bisschen groß, aber naja. Man muss ja auch wir machen zwei sortieren. Für die Sachen, die sich eben miteinander vermischen. Das heißt, genau. Dass dann eine Zinn reinkommt, die andere Kupfer und den Rest können wir dann so aufteilen, wie es gerade passt. Genau. Das wäre eine Lösung. Müssten halt eine riesen Fabrikanlage quasi bauen. Ja, die kann. Man kann ja vielleicht noch eine Etage runtergehen oder so. Ja, das geht schon. Da hoch. Ja, unten wäre nicht schlecht, weil da fällt es gar nicht so auf dann. Das ist so unglaublich interessant. Da machst du schon wieder. Was wie? Dies, hast mich letztens noch gefragt. In dem Fall, aber in meinem Fall war das jetzt nicht böse gemeint. Bei dir klang das, dir ist einmal ziemlich nervig. Ziemlich irgendwie suggeriert. Suggeriert, ja. Mhm. Ja. Keine Fachwörter benutzen hier. Ja, suggestiv. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Hochdeutsch nennen soll.
Kommst du überhaupt was so ein Wort dann, wenn du nicht weißt, was es heißt? Ich weiß, was es heißt, Hamish? Aber ich kann... Atlas vielleicht. Du musst es auch erklären können. Suggestiv ist doch eigentlich... Ich weiß, was gemeint ist, aber ich kann das... Wenn geschrieben wird, kann ich es googeln. Google, mein bester Freund. Ich hab übrigens eine Apiary, die stelle ich einfach mal hier hin. So, hübsch. Das heißt, ihr könnt den Reward claimen dafür. Das ist doch nie und nimmer... Hab ich mich erzählt, bäh. Schäm dich. Schäm dir. Doch, niemand bis 19 ziehen können. Also, wirklich. Mach sie an den Fingern ab am besten. Hab ich doch gerade, 20. Passt eigentlich, oder hab ich da... Hä? Oh, Spike Pick, geil. Haben wir schon drei von. Schade. Die hat Mining Level Stone, ne? Sag ich nur. Ja, verdammt. Das ist eine coole Picke ansonsten. Die verwende ich nämlich auch hier gerade, weil ich brauche ja eigentlich fast nur Stein zu abbauen. Was ist denn nochmal Stonebound schnell? Ist das Stein zu abbauen oder was? Die wird besser, wenn die kaputter ist. Achso, oh, okay. Ender Lily Seeds. Nice. Geil. Aber wir haben keine Enderstein. Genau, das brauchen wir. Ist egal, kannst du auch auf Dreck platzieren. Da wachsen die echt? Langsam, ja, ja. Geil. Und was machen die? Die dauert nur extrem lange. Die geben Enderperlen. Eben, die produzieren Enderperlen. Nein. Doch. Aber die brauchen verdammt saugeil. Lange zu wachsen. Ist egal. Ich habe hier einige davon. Ebene noch leer. Komm hier hoch. Ich meine, ist egal. In der Smeltery kannst du nämlich über Obsidian flüssigen Ender drüber kippen, dann wird Enderstein draus. Nice. Das ist geil. Jo. Ich überlege gerade, was wollte ich tun? Ach, ja, dann. Frank, mach dich dran. Ja, hier oben ist noch ein leerer Stockwerk, da kannst du dir drauf, das kannst du hier platzieren. Ja, ich hab bloß 5 Samen, also musst du damit haushalten. Irgendwann werden's mehr. Die bilden sich schon noch. Ja, genau. Es wäre übrigens schön, wenn mir irgendwer helfen könnte, weil es Ewigkeiten dauern würde. Was? Ich bin gerade selber an was dran. Ich bin am Automatisieren. Ich auch. Ja, und ich soll jetzt für die Quest ganz alleine... Ja, klar. Level und so weiter, ja, danke. Ich bin auch an der Quest dran, also. Ja, du hast mich aber beauftragt, die Quest für dich zu lösen, mehr oder weniger. Welche Quest? Okay, sie sind ja, die mit der Apprentice, oder was auch immer das war, Blood Orb. Ja, dann hast du wenigstens was zu tun. Ja, hatte ich vorher auch. Bitte, danke. Ja. Auch mit Automatisieren helfen und die ganzen Kisten durch die Gegend schleppen, beziehungsweise das Inventar umräumen und dann eben das Lager einrichten. Haben wir nichts Gescheites zu essen nebenbei? Nein, nur Kartoffeln. Macht es wie drinne. Also auch ein Ei essen, aber... Eier. Die kann man hier in dem Spiel nicht essen. Eier, wir brauchen Eier. Na, da Spiegeleier geht, glaube ich. Hm. Dann kannst du dann mit Simon abwerfen. Mist. Ich habe viel mehr vollen Kram im Inventar. Vielen Dank, dass du gerade die Kohle weggenommen hast, weil jetzt habe ich nämlich da jetzt ein Stück Holz verbraten für die Kartoffeln. Kein Problem. Kannst zurückwerfen. Ups. Ja, ich... fix. Gott, der wächst! Am besten ausrasten. Das funktioniert immer. Das geht immer, ja. Ohne Probleme.